Na, schafft er es noch oder schafft er es nicht mehr? Der Nasdaq immer noch ganz gut unterwegs. Man kann noch nicht wirklich maulen. Das, was wir aktuell sehen, auch hier heute mit der Eröffnung, ist der Kurs eigentlich ganz tapfer unterwegs und hat vielleicht damit sogar noch mal die Widerstände. Ich vorsichtig, nicht überbewerten diese Widerstände, die ich hier mal eingezeichnet habe. Das sind so gewisse Cluster, also zumindest mal ein Hoffnungsanker für einen möglichen Dreh. Das klingt eigenartig. Wieso soll man sich wünschen, dass der Kurs dreht? Naja, wünschen muss man sich das nicht unbedingt, aber manch einer sucht eben nach einer Stelle, wo man Gewinne mitnehmen kann oder wo man dann vielleicht darauf setzen kann, dass der Kurs dann mal wieder eine etwas größere Korrektur macht, die man dann ja seinerseits wieder nutzen kann, von mir aus für einen Long-Einstieg. Das ist ja gar nicht gesagt, dass das dann nicht geht. Aber ne, dafür muss er erstmal runterkommen und da würden sich diese Niveaus anbieten. Das ist auf dem Future gerechnet, Märzkontrakt ungefähr bei 13.500 und etwas über 13.600, so knapp unter 6.000, nein, 650. Also das wären mal Möglichkeiten. Aber bitte, bitte vorsichtig, nicht davon ausgehen, ha, die Marken sind jetzt exakt. Das ist aber der einzige. Ja, die einzige Marke im Chart gerade aktuell. Gegenwärtig gibt es nicht wirklich viel Bärisches zu berichten von diesem Markt. Allerdings ganz anders sieht es aus, wenn man den breiten Markt anguckt, denn da ist das viel schwächer ausgefallen. Ob sich allerdings der S&P 500 und auch der Dow Jones gegen den Nasdaq durchsetzen kann, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das werden wir wohl abwarten müssen. Aber hier sehen wir schon, das Bild ist ein ganz anderes. Hier insbesondere beim Dow Jones, weil wir sehen, dass der Rücksetzer eben deutlich tiefer geht. Also insofern das, was wir hier haben, ganz schön wieder weit wettgemacht hat. Das ist beim S&P noch längst nicht so. Da ist es hier viel höher gemessen an den vorherigen Bewegungen. Also wir sehen, da sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Klar, warum das so ist. Da sind natürlich Titel drin, die auch beim Nasdaq drin vertreten sind, aber eben nicht beim Dow Jones. Also das ist sicherlich ein Grund. Da gucken wir noch mal kurz auf den DAX. Wie sieht es da aus? Da habe ich noch eine wilde Langzeitzeichnung. Das war allerdings nur eine Erklärung. Die brauchen wir an dieser Stelle jetzt erstmal nicht. Wir sehen, dass der DAX hier aktuell auch tapfer nach oben geht. Er hat allerdings so seine Endzüge jetzt hier für heute. Wir sind noch 1,5 Stunden hier unterwegs. Viel mehr wird das dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir sehen zumindest mal insgesamt nicht ganz so toll. Wir sind noch ein gutes Stück weg von den Allzeithochs jetzt wieder. Aber wer will denn klagen? Bei der Marktlage aktuell scheint es ja weiterhin erstmal alles nach oben zu gehen. So, für Bärisches gibt es aktuell keinen Moment zumindest mal. Ob es was gibt, das werde ich am Wochenende dann nochmal besprechen. Ihr wisst ja, am Wochenende gibt es immer ein Update zu den Märkten, das wollen wir uns dann entsprechend angucken. Wer Intraday auch mal drauf gucken will, ist natürlich selber eingeladen, da drauf zu schauen oder aber eben sich anzumelden, kostenfrei für den Trade des Tages oder eben auch bei Born for Trading mitzumachen, um dann eben die Nachrichten aufs Telefon zu bekommen. Klickt einfach drauf, ihr habt die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren und damit dabei zu sein. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße, toi, toi, toi und ein schönes Wochenende.